Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Ich grüße euch alle ganz herzlich zusammen heute am Dienstag, den 13. Februar 2024, wieder zu einer wöchentlichen geopolitischen Analyse von und mit Hans-Joachim Müller. Hallo, guten Tag, Hajo, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Du sitzt heute so entspannt auf dem Sofa, es gefällt mir, du hast so ein schönes Hintergrundbild. Es ist zwar hauptsächlich grün, was jetzt meiner Meinung nach hoffentlich nicht politisch gemeint ist, wobei da habe ich bei dir überhaupt keine Sorge. Und ich erkläre auch hiermit heute wieder die komplette Sendung zu einer Satire-Sendung mit ein paar Informationen. Und wir fangen gleich an mit einem Datum, das vielleicht viele der beruflichen Zuschauer nicht hören wollen oder nicht hören dürfen. Heute fand die Bombardierung auf Dresden statt. Es wurden alle Städte Deutschlands zerbombt mit diversen Gründen, die nicht unbedingt uns zuträglich waren. Es gab vorgestern einen Gedenkmarsch, der in der Presse diffamiert wurde. Dann wurde gestern ein neues Mahnmal aufgestellt, das heute sofort wieder entfernt wurde. Und Opfergedenken ist nicht mehr so gewünscht, wenn es die falschen Opfer sind oder die richtigen Opfer. Man kann das drehen und wenden, wie man es will. Und heute ist es passiert, am 13. Februar 1945. Aber es kamen ja nur ein paar tausend Zivilisten aus Versehen ums Leben, richtig? Ja, ungefähr zwischen 500 und 700.000 Menschen. Und der Teufel, wie hieß das, Churchill, hat ja anschließend gesagt, jetzt sollten wir mal mit dem Terror gegen die Bevölkerung aufhören, da waren genug Leute tot, hat wahrscheinlich der Papst interveniert, dass zu viele Menschen sterben. Und da hat er gesagt, jetzt können wir mal die Industrieobjekte bombardieren. Unglaublich, was das für Leute sind. Ist aber Geschichte. Da was nicht Geschichte ist, dass die heutige Administration von Dresden so pervers ist, dass sie dieses Gedenken, das in den Dresdnern drin ist, vernichten möchten. Und mir tut es in der Seele weh, wenn ein einziger Dresdner noch eine dieser Blockparteien wählen wird. Es ist eine Unverschämtheit sondersgleichen. So ein Terror nicht gedenken zu dürfen, das tut weh. Ja, es gibt ja auch genügend Videoinformationsmaterial seitens der Amerikaner, seitens der Engländer. Das kann man ganz, ganz alleine recherchieren und nachschauen, die aufzeigen, was dort genau geschah, auch im Hinblick auf die Zivilbevölkerung und auch dann, als die Rettungsmannschaften in die Stadt kamen, als noch ein zweiter Angriff geflogen wurde. Das sind keine Erfindungen, das ist nachzuschauen und nachzulesen in klassischen Büchern und Videos, die von den Amerikanern oder Engländern produziert wurden. Also das nochmal vielleicht vorab. Und dieses Gedenken soll ausgelöscht werden, weil dann würde ja vielleicht das ein oder andere nicht mehr aufgehen. Wobei es gab so einen Satz, und den fand ich interessant, dass Deutschland sich wohl, also es war sicherlich eine Verschwörungstheorie, weil das kann ja gar nicht sein, aber dass die Bundesrepublik Deutschland sich nach wie vor an die offizielle Geschichtsschreibung der Sieger halten müsse im Zuge der Besatzung / der Okkupation. Aber das muss Fake News sein. Nein, das ist nur ein Fakt, ja. Das hat ja der liebe gute, wie hieß der, der jeden Tag bombardiert hat, so Präsident aus Afrika, Obama, glaube ich, hieß der. Der hat ja selbst gesagt, dass wir bis 99, dieses Jahr, 2099, mindestens ein besetztes Land bleiben. Er hat sich ein bisschen getäuscht, das wird ein bisschen anders ablaufen. Das merkt man ja jetzt ganz deutlich, dass sich die Welt bewegt. Ich sage jetzt nicht hier so, ja. Manche können immer das nicht verstehen, wenn ich sage, es dreht sich so wie das mit den Parteien bei Kohlmann manche nicht verstanden haben. Ja, also man muss schon zuhören, wenn jemand was sagt. Und dann begreift man es auch. Und ein bisschen denken tut nicht weh.
Und jetzt wollen wir mal darüber reden, warum du mich gezwungen hast, diesen Tucker Carlson anzugucken. Ich finde, das war böse von dir. Ja, ich habe dich bewusst gezwungen, weil ich darf ja immer zur Recherche für unsere Sendung manchmal auch Mainstream-Medien schauen und Schlagzeilen der Bild-Zeitung, des Schweizer Boulevards zu lesen oder Seiten der Tagesschau zu lesen, ist auch nicht immer unbedingt ein Volksfest der Klasse fürs Hirn, ne? Also von daher wollte ich dir einfach mal was zurückgeben, aber du hattest Glück, du hattest ja ein gutes Interview gesehen. Aber es wurde verboten. Es hieß in der Tagesschau nicht gucken, einfach ignorieren. Das Weiße Haus hat darüber gesprochen. Man muss gar nicht gucken, ist eh nur gelogen. Die Bild-Zeitung hat es für die Bürgerinnen und Bürger geguckt und festgestellt, dass Putin komplett gelogen hat. Wie war es denn für dich, diese schlimme Lügenshow? Alles, was ich je geschrieben habe und gesagt habe, haben die dort einfach veröffentlicht. So. Das ist ja komisch. Aber ich halte das nicht für schlimm. Es war nicht wichtig und es war auch nicht gemacht Nein. für uns Typen Mensch. Es war für die Leute gedacht, die langsam anfangen aufzuwachen. Und das Wichtigste an der Geschichte lief ja nach diesem Video. Also eine solche Unmenge von Menschen. Jeder achte Mensch auf der Welt hat das Video gesehen. Sowas kriegst du nicht mal durch einen Film, einen Superfilm von Hollywood in Gang. Das stimmt, Jeder aber jeder Achte stimmt ja auch nur, wenn es stimmt, dass wir 8 Milliarden sind. Vielleicht sind wir ja auch gar nicht so viele. Könnte ja auch sein. Aber vorausgesetzt, wir sind 8 Milliarden. Jawohl, 1 Milliarde Menschen hat dieses Video inzwischen gesehen oder angeklickt, wie man sagt. Interessant fand ich auch, dass Paul Ronsheimer, also unser klassischer deutscher Panzerpaule, der hat das ja auch schon analysiert und eben dadurch, dass er es geschaut hat, festgestellt, dass das reine Propagandalügen und alles sind. Und interessant fand ich die Äußerung Putins bezüglich Polen, Danzig, Danziger Korridor, wo wir jetzt nicht näher drauf eingehen müssen, kann jeder selber nachschauen. Und auch zu der Thematik, dass er nicht in die Ukraine einmarschierte, um einen Krieg zu beginnen, sondern dass er dort hinging, um ihn zu beenden und um zu entnazifizieren. Und das zusammen mit der Thematik der Nord Stream ist vielleicht für die westliche Qualitätspresse eine Information zu viel. Na, für uns war wichtig, dass die allgemeine Menge der Menschen begreift, dass Putin kein Terrorist ist. Ja, er ist nicht so ein Typ wie Churchill, der eine Stadt auslöschen will oder die zweite Stadt, die dritte Stadt, dann Nagasaki und Hiroshima gehören ja dazu. Also die Leute haben gesehen, es ist ein besonnener, gut gebildeter, über seine Geschichte Bescheid wissender Mensch. Ohne aggressives Getue. Das ist wichtig. Das bedeutet, dass der Mainstream seine Macht über die Menschen verloren hat. Wenn du siehst, dass dieser komische Superbowl da 5 Millionen Zuschauer hat, ja. Wen interessiert denn das gegenüber einer Milliarde? Also heute sind die Nachrichten die Aufgewachten im Internet. Das sind die Nachrichten. Und das begreifen die Leute ganz besonders, weil sie aus dem Fernsehen nur die Meinung der Kabale über dieses Video mitkriegen. Sie kriegen ja das Video nicht mit, ja? Sie müssen also ins Internet und dann können Sie erfahren, was Putin gesagt hat. Also sowas gefällt mir ganz besonders gut, weil damit das ganze Rockefeller und Rothschild gehörende Medien Gesumse in der Welt völlig bedeutungslos geworden ist. Die alle zusammen haben in Amerika keine 10 Millionen Zuschauer. Und allein in Amerika bis jetzt das Tucker Carlson Original 200.
200.000 im X. 200 Millionen meinst du? Nein, das kann in X nicht 200 Millionen. Ist egal. Also Gesamtklicks. jeder Ami hat das gesehen. Und das ist doch ein Traum. Damit haben die Mainstream-Medien ihre Deutungshoheit vollständig abgegeben Aber an das Internet. wenn es von den 300, wie viele Millionen Amerikaner es gibt, alle gesehen haben, dann wären das ja die Hälfte der Teilnehmer der Anti-Rechts-Demo in Hamburg, die das gesehen haben. Ja, Ja. naja, macht der um das Deutschland. Keine Sorgen, wir werden bestimmt noch darüber reden. Es So. ist viel Interessanteres geschehen in Amerika, gleichzeitig mit dem Moskauer Interview. Aber es ist trotzdem gut gewesen, dass es stattgefunden hat. Und ich bin ein bisschen traurig, dass der Tucker Carlson halt eine Milliarde hat. Und bei uns hören gerade mal 1.000 Mann zu oder so. Ja, Das ist nicht gerecht. das ist nicht gerecht, aber wir müssen ehrlich sein, Tucker Carlson ist auch vom Bekanntheitsgrad so ein kleines Stückchen bekannter noch als du. Nicht viel, aber so ein kleines Stück. Wobei du erreichst durchaus nicht nur 1000 Menschen, also wenn wir jetzt deine Kanäle, Telegram, YouTube, X-Formas, Twitter und auch wie es geteilt wird in anderen Kanälen, hast du durchaus auch eine wöchentliche Reichweite von circa 100 bis 150.000 Menschen. Also mach dich bitte nicht so klein. Natürlich ist Tucker Carlson eine etwas andere Liga, aber es liegt ja daran, dass er bestimmt deine Sendung schaut, es übersetzt und dann für die Welt aufbereitet. Nur so kann ich mir das Nein, vorstellen, Mario. ich finde es sehr interessant, zuschauen zu können, wie Tucker Carlson zum Vizepräsidenten aufgebaut wird. Von einem einfachen Moderator im Fernsehen. Und jetzt ist er ein Superstar. Und jetzt ist es sogar so, wenn Trump ihn als Vizepräsident nimmt, dann kriegt er 100%, ja? Sonst kriegt er nur 97%. Das ist immerhin nicht schlecht. Wobei, das wird ja verhindert, weil Olaf Scholz war ja jetzt bei Joe Biden im Weißen Haus oder vor der Hollywood-Kulisse. Das ist ja noch ein Jahr, genau. Und da habe ich also das geschaut und da hat Olaf auf Englisch, hat er gar nicht schlecht gemacht, von diesem verrückten, wahnsinnigen Interview von Putin erzählt. Und wie Putin da schwadronierte und mit seinem Imperialismus dem ganzen Westen seine Lebensweise aufzwingen möchte, da war mir kurz nicht ganz klar, ob er von Putin spricht oder von den eigenen imperialistischen westlichen Plänen der westlichen Wertedemokratie. Da war ich mir nicht ganz sicher. Es klang ein bisschen panisch und auf der anderen Seite war das sicherlich ein gutes Treffen, weil beide beim Abendessen nicht mehr wussten, mit wem sie sich getroffen haben. Mir hat am besten gefallen, wie der Bankräuber geschwafelt hat und beiden. Ja, der hat nicht geschlafen, der hat interessiert zugehört. Ach, der hat nachgedacht, ja. Der hat, ja, gut, das ist jetzt unter Umständen vielleicht einer zu hoch gegriffen, aber in die Richtung ging es wahrscheinlich, denn bei Maischberger war ein Experte gesessen, ich habe den Namen vergessen, fand ich auch lustig, da ging es nämlich um selbigen Joe Biden, dass er der Einzige sei, kam bei Maischberger, dass er der Einzige sei, der den Trump Paroli bieten kann, weil er vielleicht manchmal tollpatschig und senil wirke, dieser Joe Biden, aber rhetorisch und bei Verhandlungen knallhart und voll auf der Höhe ist und die richtige Kompetenz hat, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen. Die glauben das ernsthaft. Ja, das ist das Phänomen, was wir gerade erleben. Die Kabale ist doch eine bestimmte Menge Menschen gewesen, die immer weniger werden. Und jetzt haben wir den Fall, dass tatsächlich nur noch der Glaube dazu hilft, dass die Regierung in Berlin oder in Paris oder in London oder Madrid sich noch sicher fühlt, ja? Die haben sich ein Bild an die Wand gehängt von beiden und jetzt freuen sie sich, dass der noch da ist. Und solange der da ist, sind sie ja sicher. Ja? Das meinen sie, das haben sie gelernt, sie sind ihre Körner aufgebaut. Also sie fühlen sich absolut sicher. Und deshalb macht eben Herr Hilbert das Denkmal weg
oder eine Fässerwilhelm, die könnten sperren. Also sie kämpfen im Angesicht mit Beinen gegen das, was Böses kommen kann. Aber es ist trotzdem angenehm, dass das Kämpfen heute so ist, ja? Wie um sich schlagen in dieser wahnsinnigen Angst des Systems, dass es zusammenbricht. Sie haben sich ja einen Gegenplan aufgebaut zu dem, was kommen wird, also zu dem Zurückkehren des Deutschen Reiches als Staatsgebiet und Staatsvolk und so weiter. Und jetzt erweitern Sie sich durch Gerede, wir müssen enger mit Polen und ja, das alles sind Dinge, die Sie überhaupt nicht im Griff haben. Nicht einmal die Aufrüstung haben Sie im Griff, weil Sie in Berlin nicht berechtigt sind, eigenständige Politik machen zu dürfen. Aber wenn Sie das Bild Biden an der Wand hängen, so, aha, der hat das gesagt und jetzt machen wir das. Das, was hier stattfinden wird, ist das Bild, was dann gewechselt wird. Ja? Wenn der Biden rauskommt, kommt dort vielleicht für 14 Tage der Herr Camilla, dann wird der Senat einschreiten, weil das nicht geht, ja. Dann kommt der, wie heißt der Sprecher des Der Repräsentantenhauses? McCarthy, meinst du? Nein, der war mal. Ach, der war ja mal, stimmt ja. Da ist er, wie heißt er denn jetzt? Mir fällt er auch nicht ein, aber Ist nicht wichtig. der wäre dann Dritter in der Rangfolge, der Sprecher des Repräsentantenhauses. Und natürlich ist es nicht mehr McCarthy, du hast recht, er ist weg. Ich habe den Namen gerade auch nicht auf der Spur, bitte entschuldige, aber er wäre dann Dritter in der Rangfolge nach Da dem ist nur Vize. Interim, ja, das sind nur Es ist 120 ein Tage. Interimspräsident, bis Neuwahlen stattfinden. Und dann kannst du schon das Biden-Bild abnehmen. Dann musst du den Republikaner hinhängen für 3 Monate. Dann sind die Wahlen und dann musst du Trump hinhängen. Und das ist nun wirklich das Ende der Welt. Das Ende ihrer Welt. Das Ende ihrer Demokratie, das Ende ihres Theaterspiels der Macht. Und das merken die ersten klugen Leute ganz langsam. Oh, hier ist noch was faul. Wir müssen hier verdammt nochmal aufpassen, dass wir auch den Krieg gegen die Russen gewinnen und dass der Trump nicht wiederkommt. Und alles dieses Gefüge, was hier in Deutschland ist, ist mit einem einzigen Befehl von Trump beendet. Es gibt dann keine Bundesrepublik Deutschland mehr, sondern den souveränen, in Friedensverhandlungen befindlichen Staat. Und das bedeutet, keine Partei ist mehr da. Und das bedeutet, kein Angehöriger der 17 Minister in Berlin ist noch da. Wahlen können nicht mehr nach Lust und Liebe ausgezählt werden, weil der Beginn ja nicht mit dem Staatsvolk gemacht wird, sondern da wird angeordnet. Und dann läuft der Demokratiepfad ab. Das merken die ersten schon. Und das freut mich, das tut richtig gut, wenn die alle so nervös sind, ne? Wegen so kleinen Präsidenten in Amerika sind die so nervös, weil sie wissen, dass sie es selber nicht im Griff haben. Mir fehlt jetzt zu der Weimarer Republik, die gerade dargestellt wird, nur noch eins: der Reichstagsbrand. Also, ich fühle mich hier in einem Theaterspiel, das ist einfach irre. Den Reichstagsbrand lassen wir weg und nach der Weimarer Republik biegen wir dann in die Zeit vor 1918 ab und nicht in die Zeit nach 1933. Das ist Ja, diesmal der wichtige Schritt. es Aber ist doch nur Theater.
Absolut. Aber bei dem, was du gerade sagtest, das ist natürlich für unsere Politiker, insbesondere für deine Favoritinnen, eine sehr schwere Kost, ne, die du da jetzt genannt hast. Also da haben sie wirklich schwer zu knabbern. Aber ne, wie heißt so schön auf Neudeutsch, Shit happens. Aber es kann da gar nicht passieren, denn Olaf Scholz war ja laut Bild-Zeitung aus folgendem Grund bei Joe Biden. Er hat ihm nämlich richtig Feuer gemacht wegen der Ukraine-Hilfe. Also hinter ihm brannte im Feuer, vielleicht war das das Feuer, das er gemacht hat. Aber er hat ihm wohl Feuer gemacht wegen der Ukraine-Hilfe, so nach dem Motto, wir haben unsere Steuergelder verschleudert, bitte sei du genauso doof. Oder kann ja sein. Ja, das habe ich jetzt nicht so richtig mitgekriegt. Ich beachte ja mehr, was jetzt von Biden, zwischen Biden und Trump stattfindet. Die anderen Geschichten sind alle so nebensächlich geworden. Wichtig sind vielleicht noch die Geschichte, dass jetzt weder die Ukraine noch Israel Geld kriegt. Das ist wichtig. Das sind Kämpfe in Amerika. Dort hat man über den Senat versucht, weil dort die Demokraten die Mehrheit haben, ein Gesetz einzubringen zur Finanzierung. Das sind wichtige Dinge. Und dieses ist im Senat nach vielen Verhandlungen durchgegangen, obwohl sie die Mehrheit haben. Und jetzt ist es im Repräsentantenhaus und da kommt es nicht durch, weil dort die Republikaner die Mehrheit haben. Und damit ist es gescheitert. Es gibt dann keine Finanzierung. Das sind wichtige Dinge, die stattfinden. Ansonsten ist alles, was ich höre, nur Kindergarten. Aufrüstung von Deutschland. Der Scholz heißt jetzt Panzer Scholz, ja. Der hat vielleicht jetzt den ersten Panzer in seinem Leben gesehen. Und dann müsste er eigentlich wissen, dass die Dinger völlig unnütz sind, wenn es nicht 10.000 sind. Auf einmal, ja. Ja. Dann spielt das eine Rolle. Aber alles, was ich erlebe und höre hier in Deutschland, ist nur noch konfuses Handeln in einer Art Torschlusspanik. Und das gefällt mir. Das beachte ich und das freut mich ein bisschen. Ansonsten kann man nichts mehr ernst nehmen, weil du jetzt jedes Land einzeln abarbeiten müsstest. Überall verliert die Kabale an Zugriffsmöglichkeit. Jetzt beschwert sich sogar, wie heißen sie, die EU, die USA. England beschwert sich darüber, wer in Pakistan gewählt wird. Da war der Falsche gewählt. Ja? Also das sind alles Dinge. Sie haben keinen Zugriff mehr auf die Macht. Und dann sagt der Trump so böse Dinge, er wäre Präsident. Vielleicht ist er es, ja. Ich weiß es nicht. Das sind Dinge, die man beachten muss. Das andere, was hier stattfindet, ist naja, nicht wichtig. Wir sind nur noch im Kindergarten und mit Kindergarten kannst du keine Politik machen. Es ist für mich heute total entspannt, mit dir die Sendung zu machen, weil du hast so spannende, in sich greifende, wenn ich jetzt Monologe sage, meine ich das in absolut positivster Form. Du hast so spannende, in sich greifende Monologe. Es bedarf eigentlich, also ich könnte jetzt eigentlich eine Runde spazieren gehen und warten, bis du fertig bist. Und das meine ich total positiv, weil du Warte alles, mal was gerade kurz. aktuell, ich schwapp mal kurz, genau. Alles, was du gerade in der Welt geschildert hast oder alles, was du zum Weltgeschehen geschildert hast, ist eigentlich durch, du hast es perfekt zusammengefasst. Wobei, eine Sache gibt es dann doch noch, die ich dich fragen möchte, beziehungsweise eigentlich noch ein paar mehr. Und Ich das habe hier ein Edeo, Problem. du hast ein Problem, also du hast hier, wir sehen dich, wir sehen dich, wir hören dich. Ich höre dich nicht richtig. Aber jetzt hörst du mich richtig. Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Also Oh. ihr habt gerade Hajo beim Sport gesehen, über das Sofa sich neigend, wieder zurückkommend und zack ist er wieder auf Sendung. Du hast aber hoffentlich mitgekriegt, was ich sagte.
Mich hat dein langer Monolog gerade fasziniert, wie du ein geopolitisches Weltgeschehen in 10 Minuten auf den Punkt zusammenfassend hinkriegst, ohne dich dabei zu verzetteln oder dich dabei sogar noch zu widersprechen, was vielen anderen wahrscheinlich passieren würde. Aber es gab noch eine lustige Anekdote zum Putin-Interview, bevor wir nach Amerika gucken. Und zwar hat die Frau Sacharowa gesagt, weil Scholz ja eben über das Putin-Interview herzog. Und dann meinte Maria Sacharowa, Scholz hat das Interview wohl gesehen und somit gegen den Verbotsbefehl des Weißen Hauses verstoßen, dieses nicht zu schauen. Sollte er sich nun öfter den Befehlen aus den USA widersetzen, könnte er Tatsache Deutschland aus der Krise führen. Ja, die nehmen uns nicht mehr ernst. Ja? Ich habe da Verständnis dafür, weil aus Deutschland kommt ja solcher Blödsinn. Nein. Das kann man nicht ernst nehmen. Nein, nein, die Welt hat jetzt recherchiert und die hat, das ist kein Blödsinn, Hajo, die hat recherchiert, dass Russland, auch dieses ganze Gequatsche von wegen Russland greife NATO-Länder an, das wird nicht passieren, hat die Welt recherchiert. Denn Russland kann militärisch gar nicht angreifen, weil sie der NATO um ein Vielfaches unterlegen sei. Also die Russen seien unterlegen um ein Vielfaches. Ja, Gut, das war der Kommentar zu dieser Frage. Das reicht eigentlich. nee. Was ich Mir, interessant. der Kiesewetter gefiel mir. Das sind so die richtigen Kämpfer, ja. Den Krieg nach Russland tragen. Sind das wirklich solche Kinder? Deutschland, also die BRD, ist im Krieg mit Russland. Da muss niemand nachdenken, das ist einfach Fakt. Kriegserklärung haben wir, Waffenlieferungen haben wir, Generäle sind dort und Offiziere und vielleicht Soldaten. Also wir sind im Krieg mit Russland, da muss niemand irgendwas tragen. Und wenn die Russen meinen, sie müssen das klären, dann werden sie das klären. Das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Wenn sogar die CDU so bekloppt ist, den Russen kriegerisch entgegenzutreten, dann wird es wohl mit der CDU auch nicht weitergehen. Die CDU ist ja dank Dr. Angela sehr nach links gerutscht. Also die CDU gehört ja jetzt zu den linken Blockparteien nach 16 Jahren Merkel. Die hatte ja dort eine gute Grundausbildung vor der Wende, wenn man das mal so nennen darf. Dieses Wort Wende, ja, benutze ich jetzt einfach mal. Und da hat die Merkel ja auch vieles dafür getan, die gute Frau, dass die CDU sich dort sehr an den linken Flügel annähert. Gibt da jetzt die AfD mit dem Wahlprogramm der CDU von vor 30 Jahren, plus minus, kann man das ja einfach mal so sagen. Was sagst denn du zu der Äußerung Putins, die, glaube ich, nicht im Interview war, sondern davor schon ganz deutlich getroffen wurde von Putin, als er sagte, unsere Kinder in Russland werden künftig ohne Rothschildketten auf die Welt kommen, da Russland aus dem Griff der Rothschilds endlich raus ist? Naja, das war doch schon klar. Das ist nur noch mal deutlich gemacht. Für uns sagen die Chinesen und die Russen sagen das, damit wir es begreifen. Ja? Wir sind noch im Zentralbanksystem der Fed. Die BRICS sind raus. Und das ist der eigentliche Kampf, der stattfindet. Jetzt gibt es auch diesen Finanzkampf. Man versucht, das Gold als nicht ganz so wichtig zu betrachten wie den, wie heißt der, Bitcoin. Ja, Bitcoin ist eine elektronische Sache. Sie versuchen, über diesen Aufschwung des Goldes zu bremsen mit dem Bitcoin. Eine Währung, die dir immer klickt, ist er weg, ja? Oder gibst du Virus rein, bumm, ist er weg. Das sind Dinge, die stattfinden, die wir alle nicht erfahren. Wir haben ja auch nicht erfahren, dass die Banker sich getroffen haben, voriges Jahr, Ende des Jahres, um untereinander zu klären, wie sie jetzt weitermachen. Ja? Seitdem ist das Gold stabil geblieben, nicht mehr gewachsen und jetzt wächst der Bitcoin dafür. Das sind alles Dinge, die für die westlichen sieben Zwerge wichtig sind.
Für die Russen, Chinesen, Araber, wen gibt es noch? Na, alle, die die BRICS sind, ist es nicht mehr wichtig, es ist bedeutungslos. Und dieser Kampf ist zu Ende. Es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu retten. Und jetzt haben sie eben noch größere Probleme außerhalb des Finanzsektors im militärischen Sektor. Sie sind jetzt aufgewacht, wo Trump gesagt hat, ey, ihr könnt doch machen, was ihr wollt, es geht mich nicht an. Wir machen nicht mit in euren Kriegsspielen. Und jetzt, wir müssen ja aufrüsten. Man braucht, wenn man ein richtiger Staat ist, viele Jahre. Du musst die Waffen herstellen, du musst die Munition herstellen, du musst eine Armee aufbauen und du musst die jungen Männer wieder in den, aus den freien Kleidern rauskriegen und kämpferisch herstellen. Völlig unmöglich in der heutigen Situation. Und zuerst begreift es immer Amerika. Die merken jetzt, oh, das Gender müssen wir aufhören. Wir müssen die Männer wieder zu Männern machen. Aber das ist alles vorbei. Der Zug ist abgefahren. Der ist schon auf dem Weg in eine neue Welt. Und das macht doch Spaß, dazu zu gucken. Natürlich haben wir in Deutschland noch viel Ärger auszuhalten. Und zwar so lange, bis da ein neues Bild an der Wand hängt. Im Kanzleramt. Ja. Und dann wird es uns gut gehen. Bis dahin ist ja unter Umständen noch Zeit bis November, vielleicht auch nur bis Ende März, vielleicht nur bis Ende des Monats, vielleicht bis morgen früh. Das kann ja alles jetzt sein, von morgen früh bis November. Es kann auch sein, dass doch der demokratische Kandidat innen Michael Obama noch kommt und dann die Wahl doch gewinnt und dann hängt da Michael. Es ist Geschichte. Diese Wahlen, die jetzt in Amerika stattfinden, wenn sie stattfinden, ja, ich habe vorhin gesagt, es wird wahrscheinlich anders laufen, weil sie sich jetzt bemühen, den Biden als senilen alten Mann hinzustellen. Sie wollen ihn weghaben. Mit ihm können sie keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und deshalb wird es wahrscheinlich die Regelung geben über vorgezogene Wahlen, über einen Interimspräsidenten, Repräsentantenhaus, also der Speaker. Und das geht dann alles viel schneller. Das sind ja die Wahlen, naja, also März, April, Mai, im Juni, Juli könnten die schon zu Ende sein. Auch da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ja, es ist unwichtig. Weil sobald das Bild Biden nicht mehr an der Wand hängt im Kanzleramt, ist das ganze Gebaren in Deutschland völlig bedeutungslos. Es kommt dann der Chef und der sagt, wie es weitergeht. Weil da darf dann auch gerne ja morgen schon kommen, weil du das ansprachst bezüglich den Wahlen, kommen wir nachher gerne nochmal dazu, auch im Hinblick auf den sogenannten Vorwahlkampf, wo ja Trump im Prinzip wie ein Popstar von Stadt zu Stadt reist, sage ich jetzt mal, beziehungsweise von Staat zu Staat wäre korrekt. Was ich auch interessant finde, bezüglich Amerika hat mehr militärische Probleme als wirtschaftliche Probleme. Es kommen in letzter Zeit wieder mehr die Namen JP Morgan, Wells Fargo und Deutsche Bank ins Gespräch. Und das sind ja richtige Kaventsmänner, um es mal so zu sagen, in der Finanzwelt. Und dort kommt auch wieder immer mehr das Gespräch, dass die nicht nur wackeln, sondern dass die schon bröckeln. Und zwar richtig, richtig, richtig bröckeln und nur noch künstlich beatmet werden. Wie schätzt du diese Situation ein? Ja, dass die beide Währungen, Euro und Dollar, sind bereits gefallene Währungen. Das ist nur noch der Glaube, wie alles, was jetzt stattfindet, ist nur Glaube. Sie glauben an unsere Demokratie, ja, also ihre. Sie glauben an ihre Finanzen. Und wenn Sie mal nachdenken könnten, würden Sie wissen, dass das dieser Glaube etwas lächerlich geworden ist. Es ist vorbei. Ich habe gerade gehört, dass der Kubicki, das ist immer der, der am schnellsten sich dreht. Ja? Du meinst diesen FPD-Mann aus dem Süden?
FDP-Mann, FPD habe ich gesagt. FDP, FDP-Mann das natürlich. immer. Jetzt habe ich gebärbockt, geex-favoritet, Entschuldigung. Da hat die Korte schlecht gemacht, unsere fantastische Regierung in Berlin. Und das sind Zeichen, sie kommen nicht mehr klar. Sie sehen Ergebnisse von Wahlen. Sie haben ja jetzt in Berlin die Wahl wiederholt. Hat auch wieder nicht so richtig geklappt. Ja. Und sie merken, der Kampf gegen rechts in Berlin, ja, der Hochburg der Ministeriumsgelder. Da gewinnt die AfD Ja. mit 30%. Hajo, Ist doch irre. wegen den ständig wiederkehrenden Wahlen, da hat sich der Bundestag das von der Deutschen Telekom abgeguckt unter der Rubrik Wahlwiederholungen. Da hat es denen so gut gefallen, da haben sie gedacht, das machen sie jetzt einfach auch mal. Ne? Ich hab jetzt richtiges Verständnis für den Schwab, wenn der sagt, wir sollten unter uns Wahlen machen, wir brauchen das Volk überhaupt nicht mehr. Es klappt alles nicht mehr. Es gibt in Amerika eine Studie, nein, eine Statistikfestlegung. Die Einwanderer wählen nicht immer die Demokraten. Nein, tun sie nicht, aber Ja. deswegen werden sie ins Land geholt. Ich nehme jetzt das Konzept von heute und werfe es über Bord. Mach einfach weiter, alles gut. Brauche ich dich das ja gar nicht mehr fragen, du hast dich ja schon selber gefragt. Mach weiter, finde ich schön. Also sie holen sich massenweise, wie bei uns Ausländer, und 47% wählen Trump und 41% würden Biden wählen. Also selbst das funktioniert nicht mal richtig. Habe ich aber auch schon zu unserer Situation in Deutschland gesagt. Wer hier länger ist, wer also versteht, in Deutschland zu leben, der wird niemals dieses Genderismusland mitmachen. Er wird immer versuchen, die konservativste Lösung zu finden. Und auch das wird bei uns stattfinden. Du hast doch in Dresden jetzt diese Vorgänge zur Landtagswahl. Da hat die Ampel zusammen, alle zusammen, nach der eigenen Statistik, diese selber fälschen, ne? Nicht immer so viel wie die AfD. Also, es funktioniert nicht mehr. Der Kampf gegen rechts funktioniert nicht mehr. Die AfD kriegt mehr, wenn der Kampf gegen rechts stattgefunden hat. Also, alles das ist eigentlich schon das Abspiel. Wie nennt man das? Der Epilog im Fernsehen, ne? Oder im Das Film. ist das ist der Epilog oder man kann ja auch den Abspann sagen oder das große Finale. Ja, wir sind mittendrin in dem Finale und die Aufregung ist ungeheuer. Und je größer die Aufregung in Babylon ist, desto ruhiger werde ich. Für die beruflich bedingten Zuschauer, wenn euch das Wort Abspann nicht geläufig ist, das wird dann gern auch im globalistischen System Showdown genannt. So, jetzt kommen wir nochmal zu Amerika. Da hat dieser Trump, der ist ja rechts, hatten wir ja schon öfter festgestellt, ne? Ein ganz böser. Der ist ganz, ganz böse. Der hat nämlich gesagt, jetzt muss ich das mal ganz durchlesen, hier habe ich es, genau. Er hat von den NATO-Ländern gesprochen, die eventuell ihre Zahlungen nicht machen. Weißt du, es gibt ja diese NATO-Länder, die nicht ihren Zahlungen nachkommen mit ihren 2% des BIPs. Und die Länder, die ihre Zahlungen nicht erfüllen werden, die würde er im Falle eines russischen Angriffs nicht mehr schützen. Er spielte auf das Baltikum an. Hat er damit im Prinzip Putin, weil er auch noch sagte, die Russen sollen doch dann machen, was sie wollen. Natürlich war die deutsche Qualitätspresse empört über diese rechte Aussage von Trump. Aber mit der Aussage, er wird die NATO-Länder nicht stützen, die nicht bezahlen, insbesondere das Baltikum, und die Russen sollen machen, was sie wollen, hat er doch eigentlich zu Putin gesagt, Wladimir, Grenzen 1914, mein Segen hast du. Eigentlich war es doch Ja, das. so kann man es kurz ausdrücken, kurz gesprochen. Das, was Trump damit gesagt hat in seiner vorhergehenden Version, als er erstmals darüber gesprochen hat, du hast diese Länder, die alle in die NATO eingetreten sind. Ja? Viele, 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 viele Länder. Und diese Länder haben keinerlei Militär, haben keine Bewaffnung,
und hätten aber schlimmer als die Amis selber gegen die Ja, die Russen. machen die Ostsee, die machen doch die Ostsee zu für die Russen. Naja, du musst aber dann verstehen, dass der Trump sagt, ey, ich hab doch keinen Knall, ich rette doch die Leute nicht, die überhaupt nichts ausgeben fürs Militär. Ja, die ganzen Litauen, Estland, Lettland und Polen und wie du sie alle nennst, Tschechien, Rumänien, die haben alle überhaupt kein Militär aufgebaut. Sie haben nur in dem Gedanken, na, die Amis werden es schon retten, haben sie in den inneren Aufbau ihres westlichen Systems investiert. Also Kampf gegen Rechts, tralala, tralala, Ja, ja. aber Gender und das alles ist natürlich, das versteht Trump, weil sie damit tatsächlich auf Kosten der Amerikaner ihre Fantasien gegen Russland leben wollen. Und so geht es nicht. Der Trump will, dass jedes Land sich um seine Sicherheit kümmert. Und dann kann man darüber reden, dass man gemeinsame Sicherheit macht. Aber auf Kosten anderer, hey, hinter mir steht der große Amerikaner, ich kann nicht mehr belägern. So geht Politik nicht. Ja. ja, wobei es ging doch Das jahrelang ist ganz aber gut Verstand und im Deutsch. es hat in Deutschland doch auch lange funktioniert. Und ich glaube, dass viele Bürger im Inland der BRID nach wie vor denken, wie im Kino, wenn von der einen Seite der Russe kommt, kommt von der anderen Seite Tom Cruise wie im Fernsehen und rettet die Welt, also uns und die Welt dann. Ich habe jetzt wieder ein Problem, mein Apparat Dein hat sich Apparat. eingeschaltet. Das heißt, du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Dann kann ich mir die Frage ja selbst stellen, nur ich kenne ja dann die Antwort schon, macht relativ wenig Sinn. Hörst du mich wieder? Hörst du mich wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Gut, ich Warum habe geht gesagt, das aus? das ist aufgrund der Stromsparmaßnahmen, weil wir keine Energie kriegen von Russland und um das Klima zu schützen, hatten wir letzte Woche schon, geht ein Lautsprecher aus, weil die Wellen dort das CO2 und das Elektroauto, also irgendwie so. Ich lasse das Ding hier, wenn du dann nächste Woche kommst, kannst du das reparieren oder einstellen, dass es länger funktioniert. Also Jawohl, gut, einstellen los kann ich geht's. das. Ich schon reparieren, ne? Ich habe zwei linke Hände, ich habe mit den Füßen gearbeitet, aber einstellen kann ich es. Wir hatten es von dem Schutz, den wir doch von den Amerikanern jahrelang hatten, zumindest für die Bevölkerung. Und ich sagte immer, wenn es böse Sachen von Russland gab, kam doch im Fernsehen der Tom Cruise und hat uns gerettet. Und dass das nicht mehr so ist und dass auch Tom Cruise nicht persönlich im Flugzeug sitzt, das ist für viele vielleicht noch schwer zu begreifen. Ja, natürlich, woher sollen Sie das wissen? Ja? Sie lesen in der Zeitung von Panzer Scholz, Ja. Panzerkanzler. Ja? Und der eröffnet eine Fabrik, die stellen 50.000 Granaten 155 mm her. Ja? Im ersten Jahr, im zweiten Jahr 100.000 und im dritten Jahr 200.000. Wenn die Leute die Nachrichten schauen würden, in einer Woche verjubeln die Ukrainer 50.000 von diesen. Ja, aber die brauchen so viel, die brauchen ja so viel, weil sie kurz vor Moskau stehen. Sie sind jetzt quasi im finalen Schritt. Weißt Ja, du? also Ja, gefällt natürlich. mir. Gell? Also, Wusste ich. wir sind überhaupt nicht in der Lage zu reagieren. Natürlich machen sich die Anstrengungen. Ey, Trumpi, wir haben jetzt hier Waffenproduktion. Ja? Wenn die fertig ist, die Fabrik, schafft sie es, für 4 Wochen die Ukraine zu versorgen. Das wird nicht mehr da sein, wenn die Fabrik fertig ist. Aber es ist alles ein bisschen lächerlich geworden. Und deshalb kannst du das eigentlich nur an der Karneval verbuchen. Ja, aber Karneval ist ja, es ist ja heute der Fastnachtsdienstag oder Faschingsdienstag. Na, das heißt also, es passt ja, wir sind am richtigen Tag. Morgen ist dann Valentinstag. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist eine Erfindung von Fleurop, aber das soll ja jeder für sich selber denken, wie er das möchte. Eine Sache noch.
Also, es gibt noch mehrere Sachen, aber eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte: Ein guter Freund von mir ist selbst aus Irland. Du hast ihn einmal kennengelernt letzten Sommer in der Schweiz. Er spricht selbst sehr gutes Deutsch, du erinnerst dich. Und er fliegt Anfang März wieder nach Hause, weil in Irland gibt es ein Referendum, also eine Volksabstimmung zu der Thematik, dass man das Wort Familie und das Wort Frau streicht. Also die Frau soll wohl dann die Gebärende sein und Familie wird ersetzt durch durable relationship, also dauerhafte oder ständige Beziehung. Darüber wird wohl in Ja. Irland abgestimmt und es kann ja durchaus sein, dass man sich dort auch verwählt, wenn es nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Oder ist es Aufwachprogramm par excellence, weil auf der einen Seite will diese irische, ne, Dame dieses Referendum zur Vereinigung Irlands und auf der anderen Seite gibt es jetzt hier ein Referendum zum Streichen des Wortes Frau und Familie. Sind die bekloppt? Fragezeichen. Das können die selber nicht ernst meinen. Ich glaube, das ist einfach Programm. Sie brauchen mehr weiße Bevölkerung, als sie brauchen eigene Kinder. Weil sie wollen doch jetzt Krieg spielen gegen die Russen, ne? Du darfst doch nicht erwarten, dass hier die Besucher herkommen, sich eine Waffe geben lassen und dann gegen die Russen in den Krieg ziehen. Das klappt nicht. Das klappt nur, wenn eine Bevölkerung um ihr Überleben kämpft. Aber da brauchst du eine eigene Bevölkerung. Also da brauchst du eine Mama und eine Papa. Das Das ist ist relativ ganz, einfach. ja, das ist eine Einstellung aus 1980, Hajo. Mama und Papa, das ist in Zeiten von SamenspenderInnen, wir hatten es vor 3 Wochen, das ist sowas von 1980, deine Einstellung. Das gibt es heute gar nicht mehr so. Ja. Ja, ich geht da konform mit den Fußballern, die jetzt immer schreiben, es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, da hat der dritte Verein jetzt geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, Punkt. Also die Fans, das fand ich sehr lustig. Aber weil du sagst, Mama, Papa, Kind, damit man gegen Russland kämpfen kann, also laut westlicher Wertegesellschaft. Aber wenn Mama, Papa heute, dann dauert es ja 9 Monate bis Kind und dann ist es ja nicht so, dass es dann nächstes Jahr Richtung Osten krabbelt, sondern es dauert ja ein paar Jahre. Nein, du kannst das nur noch so betrachten. Die irische Regierung hat immer noch das Bild von beiden an der Wand hängen. Und solange das da ist, machen die einfach weiter. Also, Sie werden vielleicht das Referendum sogar noch machen, wenn in Amerika Gender schon verboten ist. Ja, die sind dabei, dieses ganze Spiel außer Betrieb zu setzen. Die Amerikaner. bevor du weitermachst, haben also die Iren und die Deutschen noch das Bild von beiden im Büro hängen. Noch andere Länder oder speziell nur die beiden? Mit beiden. Nee, nimm bitte die Südländer raus, für die ist klar, dass Mama und Papa existieren. Ja. Wir haben eine Schuljugend, die gelernt hat, nicht mehr denken zu dürfen, sondern nur noch Parolen zu plappern. Und da brauchst du eigentlich nur 3 Monate den Fernseher abschalten und dann sind die wieder vollkommen normal und wissen, dass es nur Männlein und Weiblein gibt. Das Das ist ist richtig. relativ einfach. Ich bin ja gerade zu Gast wieder mal in schönen Sachsen und in Thüringen. Und gestern war ich auf einem Montagsprotest in Thüringen, durfte dort auch übrigens einen Aufruf starten für unser Bundesstaatentreffen am 6. April in Gera, was ja die Residenzstadt des Fürstentums Reuß jüngere Linie ist. Und dort hat jemand eine Rede gehalten, die fand ich sehr gut. Aber da hat man doch die Unterschiede zwischen ehemals DDR, sprich Mitteldeutschland und BRD-Besatzungszone West gesehen, weil dieser Herr hat eine ganz, ganz tolle Rede gehalten. Würde ich diese jetzt hier wiedergeben, wären wir auf YouTube gesperrt. Würde er sie in Stuttgart oder Karlsruhe halten, wäre er nach dem dritten Satz höflich aufgefordert worden, doch ganz kurz bitte mitzukommen. Ja, was du schon bemerken kannst, ganz besonders in Sachsen, ja. Die Sachsen sind vorgegangen damals und jetzt zieht der Westen nach. Und jetzt gehen die Sachsen wieder vor beim Fasching.
und sagen, es gibt wieder Neger, ja, angemalte Kinder. Das ist ja Nein, Frevel. Ajo, Ajo, das, nein, die haben sich nur nicht gewaschen, weil man darf nicht mehr duschen wegen Energieknappheit. Das hat auch der Dings letztes Mal gesagt, der Ja. württembergische Impfherr, der gute Minister, der ist Also klasse übrigens, falls ich zuhöre. Klasse. du merkst, dass die Sachsen bereits aus diesem System raus sind. Sie machen gar nicht mehr mit. Es interessiert die nicht, was Berlin erzählt. Und das wird auch in Deutschland so sein. Sie werden alle nachziehen, weil bereits der Zustand eingetreten ist, dass Berlin keine Akzeptanz mehr hat. Und ein solches System ist immer bereits untergegangen. Es kämpft nur noch, um zu schwimmen, ja? Ja, irgendwie über Wasser zu bleiben. Es ist vorbei, es ist Geschichte. Und Sie sollten in Berlin langsam das Bild von Trump mal rausholen, goldenen Rahmen drum zu machen. Und dann könnten Sie zu Ihrer eigenen Beerdigung gehen. Zur Beerdigung, das ist richtig, das war für die beruflich bedingten Zuhörer kein Wortspiel, das war einfach sächsischer Dialekt von Hajo, ne? Nicht, dass er das falsch versteht. Und ganz wichtig vielleicht auch noch, und das finde ich auch lustig jetzt im Hinblick auf die nächsten Veranstaltungen, die kommen, und jetzt, weil du den Fasching ansprachst, es gab ja früher mal die tollen Karnevalsumzüge, die gibt es ja heute noch in Düsseldorf, Mainz und Köln. Die waren immer weltweit gesehen, sind sie wahrscheinlich heute noch, waren immer lustig, politisch sarkastisch, hämisch, richtig gut. Jetzt sind fast alle Themenwägen dort, oder nicht fast alle, ne, bitte entschuldigt für die, die es doch nicht tun, aber viele, überdurchschnittlich viele, klar der politischen Meinung geschuldet, klar im politischen Mainstream, Gender, böse Hamas, böser Russe, guter Selenskyj, klassische Wertedemokratie, alles toll. Die Medien sagen die Wahrheit. Das heißt, eigentlich sind doch Karnevalswagen dazu da, die Dinge auszusprechen, die nicht so sind. Ja, das war früher mal so. Ach so. Heute nicht mehr. Nein, es Ich ist habe immer da noch gerade. so. Ich finde, es ist immer noch so, weil sie sagen ja, ne, Selenskyj gut, Russland böse. Sie sagen ja, EU toll, Nationalstaaten böse. Also sprechen Sie ja die Dinge immer noch aus, obwohl sie nicht so sind. Naja, wer sind denn diese Karnevalsvereine? Es sind alles Systemlinge. Ja, es ist das Kapital, das sich aufgrund der Parteienwirtschaft in den Händen derer gebildet hat, die an dieser Version Staat in Berlin partizipieren. Und du kannst doch nicht erwarten, dass die nicht auch in diesen Endkampf eintreten. Ja? Sie wollen gewinnen und das muss jetzt gewährt werden. Irgendwie muss der liebe Gott helfen, dass Berlin erhalten bleibt und Ja damit ihr gut. Parteiensystem. Und ihr Parteiensystem ist tot. Es gibt kein Geld mehr. Das ist wohl Fakt. Es gibt kein Geld mehr. Das merken vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger im Inland. Die Preise werden teurer. Wobei, da habe ich neulich eine schöne Geschichte gelesen auf der Weltnetzseite. Na, nicht, dass die Grammatikpolizei aus Zollroda wieder schimpft. Auf der Weltnetzseite des zweiten deutschen Fernsehens, ZDF, stand irgendwo der Grund für teure Lebensmittelpreise. Der Klimawandel. Na, das glaube ich nicht. Putin ist doch schuld, hä? Nein, der ist jetzt gerade im Frühjahr. Jetzt ist gerade rechts und hohe Preise und dann ist wieder Putin. Gut, jetzt haben wir ja gerade wieder Klimawandel. Ja. Ich bin ja geboren worden irgendwann, ja? 1947. Seitdem brauchst du schon produzierst du schon CO2, so lange schon. Ja, da waren Ja. im Januar 15 Grad. Das war ein sehr milder Winter und jetzt haben wir wieder identisch wie 47, ist extra für mich gemacht. Ja? Ja, aber das war eine Ostgrad, du musst ja umrechnen in Euro heute. Gut. Ja. Also wir haben einen zeitigen Frühling, der ist schon da. Siehst du schon, wie das alles sprießt? Die Pflanzen wissen das eher als wir, wann Trump kommt.
Wann die Sonne kommt, ja? Die Sonne. Ja, du hast Ja, jetzt das verwechselt. ich Trump habe ist jetzt was natürlich, verbrochen. nein, Trump ist ein ursächsischer Dialekt für Sonne, selbstverständlich. Ja. Also, ich freue mich an diesen Prager Frühling. Naja, es ist ja okay, Prager Frühling. Nein, Georg Frühling. der ist auch in Sachsen und in dem Rest der BRD ist der Frühling. Also, der Frühling ist da. Politisch und biologisch, naturell. Ich finde das alles fantastisch. Er guckt immer ein bisschen den Pascal Najadi, der gehört auch zur Bankenfront. Ja. Der hat aber auch ein bisschen Panik inzwischen. Dem geht es, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig. Also Nee, emotional meine ich jetzt. der hat doch jetzt die Front gewechselt. Ja. Der ist Theoretisch. doch jetzt. Der ist doch jetzt auf der Sonnenseite, also bei Trump angekommen. Ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber das kann auch nur ein persönliches Empfinden von mir sein. Gut. Also es gibt Leute, die tatsächlich, das ist kein Dummer, ja. Nein, Der nein, ich habe sagt, nicht gesagt, er ist dumm. Ich habe nur gesagt, noch traue ich ihm nicht ganz über den Weg. Aber das ist nur eine auch persönliche nicht. Meinung von mir, die muss ja nicht richtig sein. Er sagt, Trump ist Präsident, ja, Kriegspräsident. Also Das sind Sie stimmt. in einer Devolution nach Meinung dieses ehemaligen Bankdirektors. Und was er auch ist, er ist ja auch Offizier der Luftwaffe. Ja? Ja. Also kann man nicht einfach so wegschmeißen. Es gibt ja noch andere, die das auch sagen. Ja, er selbst hat es gesagt. Trump sprach von der Razzia in Mar-a-Lago und dass dort eben der Secret Service und alles auch die Dokumente geschützt haben. Und er war ja Präsident. Und das sagte er über die Zeit nach 2020. Also hat er es ja Ja. eigentlich rein theoretisch auch selbst gesagt. Ich habe diese Rede gesehen an diesem Abend, als er sie hielt. Also es gibt viele diese Hinweise, immer mehr. Und jetzt hast du ein Gerichtsverfahren sogar. Trump ist angeklagt wegen dem Lager von diesen Akten. Und in dem Gerichtsverfahren muss ja irgendjemand sagen, ist er nur Präsident oder ist er es nicht, ja? Also das wird jetzt irgendwann zu Ende gehen und wir werden dann informiert werden, ist er Kriegspräsident, also haben Sie Devolution oder nicht? Und das wäre dann schon ein Zeichen, dass man das Bild dann schon abhängen kann. Dass man das, du meinst, dass man das Bild wechseln kann. Ja. Also, dass dann quasi Biden demnächst aus dem Rahmen fällt. Ja, dann wird alles Ja. viel einfacher. Wir warten mal ab. Und ich denke, dass das Gerichtsverfahren läuft. Das ist richtig. Es wurde auch eine Entscheidung vom SCOTUS, also Supreme Court of the United States, getroffen, dass die Biden-Familie, warte, ich lese den Wortlaut vor, das fand ich ganz interessant, das ist noch zum Abschluss ganz wichtig, finde ich. Dass die Biden-Regierung, nicht die Biden-Familie, die Biden-Regierung muss sich mit Klagen wegen falscher Schuldenmeldungen auseinandersetzen. Das hat die Epoch Times getitelt. Und das habe ich recherchiert, also das hat sie wirklich getitelt. Und ich habe auf der SCOTUS-Seite, da gibt es so Informationen, also scheinbar gab es dieses Urteil. Aber also das wohl das Biden-Regime sich für eben diese Klagen wegen falscher Schuldenmeldungen auseinandersetzen muss, warum sie hier mit den Schulden so gemauschelt haben. Das wäre ja auch schon mal ein Urteil vom obersten Gericht, vom höchsten Gericht der USA gegen die Biden-Regierung, wenn es jetzt auch nur ein kleines ist, aber es ist eins. Es gab schon eins, das mit der Kündigung, mit dem Streichen von Trump in den Wahldokumenten. Das war ja pro Trump. Das war ja pro Trump. Es wurde natürlich, es war auch natürlich anti-Biden, weil es pro Trump war, weil er doch auf dem Wahlzettel bleiben darf. Du meinst die Geschichte, ich habe sie hier. In Colorado war das genau und dort hieß es, Trump bleibt auf dem Wahlzettel. Aber explizit zur Biden-Regierung sagen, doch, ihr müsst da durch, so geht's nicht. Das finde ich auch schon mal gar nicht so unbeachtlich. Ne? Kann man mal beachtenswert nennen. So, jetzt habe ich den Faden wieder. Okay, also wir werden jetzt noch einige Dinge erleben zwischen dem Biden-Theater und dem Trump-Theater, die uns zeigen werden, wie es mit uns weitergeht. Das ist doch das eigentlich Wichtige. Ja. Kann sich Berlin noch über Wasser halten oder nicht? Sie können sich nur über Wasser halten mit den Amerikanern im Rücken.
Also mit Ja. den beiden Amerikanern im Rücken. Und das werden wir jetzt sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Wie geht es mit uns weiter? Bis jetzt werden wir weiter zusammenstehen im Kampf gegen rechts und so weiter. Und dann sehen wir mal nächste Woche. Und dann kommt Sehen wir ja mal bald nächste der 8. März. Woche. Morgen ist politischer Aschermittwoch überall im Bundland. Und morgen ist auch politischer Aschermittwoch in Gera. Und dort werden wir uns mal das ein oder andere eventuell anschauen. Also morgen für alle, die im Raum Gera sind, politischer Aschermittwoch in Gera, aber auch sonst an vielen Orten, wie gesagt, im Inland. Und dann erstmal danke, Hajo, du siehst mich nie wieder so jung, weil nächste Woche bin ich ein Jahr älter, weil ich habe zwischen heute und der nächsten Sendung habe ich irgendwann in der Mitte drin Geburtstag. Also, ne? Also Hajo, so jung siehst du mich nicht mehr. Und du kommst ja dann Anfang März dran mit deinem Geburtstag, ne? Ist ja auch bald soweit. Ja, Dann Tag bist der du Tag der Nationalen Volksarmee. der Tag der Nationalen Volksarmee. Jawohl, das wäre dann der, was ist das da? 1. März. Der 1. März, ne? Ich wollte gerade sagen 7. März, aber das wäre falsch gewesen. Also 1. März hast du Geburtstag, dann bist du so alt wie Trump. Ja, wir Ja. sind dann gleich alt. Ihr seid dann gleich alt, dann könntest doch du Interimspräsident in der BRD machen, bis dann der Kaiser zurück ist. Nein, wir haben doch Fantastischen in Berlin. Wer ist der Steinbeißer? Der ist klasse. Super, Supermann. Ja. Der ist Rattenfänger und alles Mögliche. Perfekt. Nee, der ist Rattenfänger, der macht es wirklich nicht. Der ist, also er selbst ist natürlich kein Rattenfänger, aber er erkennt die Rattenfänger und nennt sie beim Namen. Also der macht wirklich einen sehr, sehr guten Job, das muss man sagen. Da darf man Jawohl. auch mal der ganzen Bundesregierung danken für die Kompetenz, weil die ganze Welt beneidet uns darum. Also das muss man schon mal sagen, wir sind vom Glück beseelt. Namaste.